In diesem Video zeige ich dir den Schulterschimmi. Mein Name ist Diana und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Weiblichkeit in deinem Alltag. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Okay, dann geht es los mit dem Schulterschimmi. Grundsätzlich ist ein Schimmi alles, was wackelt. Ja, also zum Beispiel dieser Schulterschimmi jetzt aus diesem Video. Und dann gibt es auch noch den Hüftschimmi. Da wackelt die Hüfte. Und das Wort Schimmi kommt von dem Wort Shimmering Water. Ja, also wenn praktisch so die Sonne scheint auf das Meer und das dann so glitzert. Ja, diese Glitzerbewegung nachempfunden ist so diese Wackelbewegung eines Schimmis. Okay, und jetzt fangen wir an mit unserem Schulterschimmi. Für den Schulterschimmi nimmst du deine Grundhaltung ein. Das heißt, du nimmst deine Füße zusammen und drehst jetzt mit den Zehen 45 Grad nach außen und folgst mit deinen Fersen. Und du beugst etwas deine Knie. Das heißt, du gehst hier etwas in die Knie und lässt die Knie schön weich. Von der Seite sieht das so hier aus. Okay, dann richte dich auf. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Das heißt, du bist hier schön offen und nicht so hier zusammengefallen, sondern hier schön offen und aufgerichtet. Roll deine Schulter noch einmal und pack sie gedanklich nach hinten in die Hosentasche. Dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einen Silberfaden nach oben gezogen. Okay, und jetzt fangen wir an mit dem Schulterschimmi. Die eigentliche Bewegung für diesen Schulterschimmi, also wenn man das jetzt ganz, ganz langsam macht, dann ist das hier einfach so eine Drehbewegung von Seite zu Seite. Das heißt, was wir jetzt hier machen, um den Schulterschimmi zu üben, ist unseren Oberkörper von Seite zu Seite drehen. Also, wir fangen an. Du kannst, wenn du möchtest, deine Hände dabei auf die Schulter nehmen, um dann noch so ein bisschen mehr Gefühl für dich reinzukriegen, also so, damit du die Bewegung noch ein bisschen mehr spürst. Und jetzt drehst du deine Schulter bzw. deinen Oberkörper 45 Grad nach links in die Diagonale des Zimmers. Du kannst dir vorstellen, du hast hier einen Scheinwerfer an deinem Brustbein und der leuchtet jetzt so in die Diagonale des Zimmers. Und jetzt zur anderen Seite, nach rechts, 45 Grad, nach rechts in die andere Diagonale des Zimmers. Also dein Scheinwerfer leuchtet jetzt ja in die andere Zimmerecke. Und das alles, also diese Bewegung von einer Seite zur anderen Seite ist die Grundbewegung vom Schulterschimmi. Also das, was wir jetzt hier gerade machen, ist ein super Zeitlupen-Schulterschimmi. Zeitlupen-Schulterschimmi, okay. Und das, ja, kann man wirklich üben. Ja, das dauert vielleicht ein bisschen, um so dieses Bewegungsgefühl hier reinzubekommen, weil das so wirklich eine Bewegung ist, die macht man eigentlich im Alltag nie, also ich zumindest nicht. Und dann kannst du das einfach so ein bisschen ja für dich üben und ja tief atmen, locker lassen und auch mal all diese Gedanken von dir abstreifen. Oh Gott, was würde jetzt hier mein Nachbar denken, wenn der mich jetzt so sieht? Oder oh Gott, um Himmels Willen, das darf ich nie meinen Arbeitskollegen erzählen. Ja. Einfach mal diese Gedanken loslassen und ganz für dich in deinem Körper ankommen und das hier nur für dich machen. So, und jetzt werden wir ein bisschen schneller, drehen jetzt immer noch den Oberkörper von Seite zu Seite, aber ein bisschen schneller. Und weil wir jetzt schneller werden, wird diese Bewegung jetzt ein bisschen kleiner. Also das heißt, der Scheinwerfer leuchtet jetzt nicht mehr ganz bis in die Ecke des Zimmers, sondern so diese Bewegung ist jetzt ein bisschen kleiner, ja. Und achte dabei, dass die Hüfte ja nach vorne zeigt und du ja auch nicht irgendwie so zusammenfällst, sondern bleib hier so in deiner Mitte. Okay, und jetzt packen wir die Hände auf ein Wolkenkissen und bewegen unseren Oberkörper so schnell
Wie möglich, ja, das ist immer noch diese Drehbewegung von Seite zu Seite, aber ganz, ganz schnell und jetzt wieder ein bisschen kleiner. Wie gesagt, je schneller eine Bewegung ist, desto kleiner wird sie auch. Und das ist der Schulterschimmi. Und wenn dir das jetzt noch nicht so leicht fällt, das ist ganz normal, also das muss man ein bisschen üben. Das habe ich auch nicht so von einem auf den anderen Tag gekonnt. Das ist wirklich Übungssache auch. Dann, ja, bringe ich demnächst einen Burlesque-Tanzkurs raus. Ja, das ist so das kleine Einmaleins aller Burlesque-Tanzbewegungen. Und da erkläre ich dir unter anderem den Schulterschimmi, wie du den ganz mühelos hinkriegst. Ja, da verrate ich dir noch ein paar Tipps und Tricks. Und ich sag dir da auch, was du unbedingt vermeiden musst bei diesem Schulterschimmi. Okay, also das ist der Schulterschimmi. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich sehr. Okay. Und ja, diese Bewegung kannst du wirklich so lange machen, wie du möchtest. Das war der Schulterschimmi. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann gib mir doch gerne hier einen Daumen nach oben. Das, ja, hilft mir sehr und unterstützt auch meinen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Tschüss, deine Jana.